Hallo und herzlich willkommen bei LTV Aktuell am Montag. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat heute alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Grund ist die angespannte pandemische Lage im Landkreis. So liegt die 7-Tage-Inzidenz in OSL heute bei 1247. Laut Landrat Sigurd Heinze seien Weihnachtsmärkte deshalb aktuell nicht tragbar. Gleichzeitig kündigt man an, die Einhaltung der geltenden Eindämmungsverordnung verstärkt kontrollieren zu wollen. Das betrifft etwa Zugangsbeschränkungen und die Einhaltung der 2G-Regel in allen relevanten Bereichen. In Cottbus liegt die Inzidenz seit heute bei 670. Hier ist der Weihnachtsmarkt mit seinem Inselkonzept seit 14 Uhr eröffnet. Die Brandenburger Landesregierung will sich außerdem am Dienstag treffen, um über neue Corona-Regelungen zu diskutieren. Und jetzt schauen wir in die Vergangenheit. Im Cottbuser Stadtmuseum hat eine neue Ausstellung eröffnet. Die thematisiert den Ersten Weltkrieg. Denn Kriegsgefangenenlager hat es auch in Cottbus gegeben. 7 Millionen Männer, davon über 2 Millionen in Deutschland. Die Zahl der Kriegsgefangenschaften im Ersten Weltkrieg ist riesig. Menschen aus der ganzen Welt wurden in Lagern gefangen gehalten. 2 dieser Lager befanden sich in Cottbus. Damit das nicht in Vergessenheit gerät, hat das Stadtmuseum eine Ausstellung dazu entworfen. Ja, es ist tatsächlich so eine kleine Entdeckung gewesen eines sehr umfangreichen Bestandes des Lagerfotografen Paul Tarans. Da haben wir über 1300 Fotografien aus dem Lager und sind da letztes Jahr ein bisschen durch Zufall im eigenen Archiv drüber gestolpert. Zumindest ich als Museumspädagoge habe dann gesehen, so Mensch, was ist das hier? Habe mich dann dafür interessiert und bin dann gemeinsam mit dem Alexander Valerius, das ist ein Berliner Historiker, haben wir gesagt, da müssen wir was machen. Einfach diesen Bestand, den müssen wir irgendwie aufarbeiten und auch mal den Cottbusserinnen und Cottbussern näher bringen. Dabei wird hauptsächlich auf die Kriegsgefangenen geblickt. Was haben sie erlebt? Wie war die Arbeit im Lager? Kultur und Religion spielen auch eine Rolle. Der Lageralltag wurde bestimmt von Hunger, Heimweh und Gewalt. Die Ausstellung gibt somit einen Einblick auf eine fast vergessene Zeit. Da haben wir auch gesagt, es ist auch Anlassgeber, vielleicht gemeinsam mit der Stadtentwicklung, Stadtplanung da auch mal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, guckt mal, ihr habt da etwas, was auch unglaublich spannend ist, was so einem Ortsteil auch einen gewissen Charakter geben kann, wo man auch sagen kann, okay, ist auch Geschichte und Tradition und da hoffen wir halt auch, dass wir mit der Ausstellung so einen kleinen Beitrag dafür leisten, dass sich Leute dafür interessieren, dass Leute sich aber auch Gedanken darüber machen, was bedeutet es eigentlich, mit Fremden zusammenzuleben oder selbst irgendwo fremd zu sein. Bis zum 13. März kann man sich im Stadtmuseum Cottbus über die Lager Silo und Merzdorf informieren. Das Stadtmuseum erhofft sich auch, dass durch die Besucher Fragen rund um das Thema beantwortet werden können, etwa aus Gesprächen mit Hinterbliebenen oder durch Gegenstände aus der damaligen Zeit. Hausärztinnen und Ärzte vermelden eine große Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen. Wer noch einen Termin für dieses Jahr möchte, braucht viel Glück. Deshalb fordern Ärztinnen und Ärzte Unterstützung. Das Deutsche Rote Kreuz in Cottbus will einspringen. Das hat zusammen mit den Johannitern bis Ende August das Cottbuser Impfzentrum geleitet. Dieses wiederzubeleben sei jedoch nicht nötig. 3 bis 4 Impfstraßen an einer zentralen Stelle würden genügen. Zudem könnten mobile Impfteams gezielt etwa Behörden und Unternehmen ansteuern. Dafür bräuchte es aber eine zeitnahe Entscheidung. Die Aufbaudauer der neuen Impfstraßen schätzt René Schultjen, Geschäftsführer des DRK, auf 2 bis 3 Wochen. Heute Nacht wurden in Sachsendorf 4 Personen vorläufig festgenommen. Sie haben offenbar versucht, mehrere Autos zu knacken. Ein aufmerksamer Bürger hat die Polizei alarmiert. Die Polizisten stellten die 4 Personen in einem Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen. Darin haben sie auch Einbruchswerkzeuge gefunden. Die Kriminalpolizei führt jetzt die weiteren Ermittlungen. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus hat über 1600 Auszubildende geprüft. 34 von ihnen haben dabei mit Bestnoten abgeschlossen. Die wurden in der letzten Woche geehrt. 2 davon haben sogar bundesweit am besten abgeschlossen und beide kommen aus Cottbus. 34 Auszubildende aus 36 Berufen haben ihre Ausbildung mit der Note sehr gut abgeschlossen. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus hat deshalb die Besten im Kammerbezirk geehrt. Unter ihnen ist auch Jonas Kunze aus Treptow. Er hat sich nach dem Abitur für eine Ausbildung bei der LWG entschieden. Studieren wollte er nicht. Dann war für mich klar, ich möchte gerne diese Kombination aus Praxis und aus dem Theoretischen. Und ja, dann war für mich klar, dass es eine Ausbildung werden muss.
Ja, und dann kam die Frage auf, was, in welche Richtung dieses Handwerkliche, das mache ich einfach auch im privaten Sinne sehr gerne. Ja, und dann die LWG hier als großes Unternehmen auf der Messe kennengelernt, reingekommen über die Bewerbung, das Bewerbungsgespräch und den Eignungstest. Und ja, es hat einfach alles gestimmt und von daher habe ich mich dann dazu entschieden, ja. Nach 3,5 Jahren gehört er jetzt zu den besten Anlagenmechanikern Deutschlands. Dafür hat er sich auch bei seinen Ausbildern bedankt. Ohne die wäre er nicht so weit gekommen, sagt er selbst. Insgesamt 1.640 Auszubildende aus 140 IHK-Berufen wurden in diesem Jahr geprüft. Die Jahrgangsbesten haben in ihrer Prüfung alle mindestens 92 von 100 möglichen Punkten erreicht. Eine beachtliche Leistung, die die IHK mit dieser Veranstaltung würdigen wollte. Dass wir wieder dahin kommen, dass die duale Ausbildung den hohen Stellenwert bekommt, den sie eigentlich mal hatte, der ein bisschen verloren gegangen ist, dass viele, viele jüngere Menschen einfach sagen, gut, nach dem Abitur zum Beispiel, ich gehe jetzt erstmal studieren, breche 3 Studien ab und wir wissen gar nicht, was sie tun. Also eine duale Ausbildung bietet jede Menge an Möglichkeiten. Sie können sich qualifizieren zum Meister, sie können sogar noch in irgendeine andere Managementposition später gehen. Also das ist eigentlich die Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben und deswegen halte ich das für so eminent wichtig, dass wir das auch wieder klar und deutlich sagen. Die Veranstaltung wurde außerdem per Livestream im Internet übertragen. Neben Jonas Kunze zählte auch Andreas Hanschke zu den Bundesbesten. Er konnte aber nicht vor Ort mit dabei sein. Seine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker hat er bei der Heidelberger Beton GmbH in Cottbus abgeschlossen. Dort arbeitet er auch weiter, genau wie Jonas Kunze. Er bleibt bei der LWG und macht gerade seine Weiterbildung zum Industriemeister. Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen in ganz Deutschland Warnstreiks von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes angekündigt. Damit reagiere man auf die ergebnislose zweite Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder. In Cottbus sind Mitarbeitende in Einrichtungen der Landesverwaltung und der BTU Cottbus-Senftenberg an den Streiks beteiligt. Um 9 Uhr soll auf dem Platz der Deutschen Einheit eine Demonstration starten, die um 10.30 Uhr mit einer Kundgebung am Spremberger Turm endet. Verdi fordert im aktuellen Tarifpoker unter anderem eine Entgelterhöhung um 5%, mindestens aber um 150 Euro. Und damit ist der LTV-Montag auch schon wieder vorbei. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, das Labor meldet sich dann bei Ihnen. Wiederhören. Hallo, Gerl. Kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello again. Da bin ich wieder. Immer herein in die gute Stube. Nur mit der Auffrischungsimpfung sind Sie bestmöglich gegen schwere Erkrankungen durch das Coronavirus geschützt. Spinnt der Wasserhahn? Bleibt die Wohnung kalt? Und die Tür will auch nicht mehr. Ein Anruf reicht. GEMAG Gebäudemanagement, Sie sprechen mit Frau Leopold. Guten Tag. Die GEMAG hilft bei allen technischen Problemen in der Wohnung und rund ums Haus. Übrigens auch bei Havarien. 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Die GEMAG regelt das. (0355-8763-3×3) Wir stellen ein, wir bilden aus. Unterstützt uns als Service Center Agents oder als Fachkraft für Dialogmarketing. Mitbestimmen und mitwirken im Elternbeirat Cottbus. Wir sind die Elternvertretung zur Kinderbetreuung. Wir stärken Kinder- und Elternrechte, machen Entscheidungsprozesse transparenter. Wir mischen uns ein, schlagen vor, bleiben dran und fördern den Gedankenaustausch. Jetzt aktiv werden und macht mit bei allen Themen zur Betreuung in Kitas, Hort- und Tagespflegeeinrichtungen. Alle Infos unter elternbeirat-cottbus.de. Du
studierst oder machst eine Ausbildung? Dann wird es Zeit für deine erste eigene Wohnung. Zusammen mit der EG Wohnen. Ab 299 Euro im Monat für eine Dreiraumwohnung in fast jedem Stadtteil von Cottbus. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lass dich doch einfach beraten. Wir verbinden euch komplett. Mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist Ihre Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus. Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 3. Telefon 42 18 18. Jederzeit. Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. There's a light. Der neue Renault Captur, so vielseitig wie Sie. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90.